Alle freuen sich auf ein packendes Duell, freuen sich auf Spitzenfußball, freuen sich auf diese beiden Teams. Gleich kann's losgehen, live bei EA Sports. Willkommen im Stadium Australia, liebe Fußballzuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel begrüßen. Am Mikrofon sind natürlich auch heute wieder Wolffuß und der Kollege Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute eine Partie vom ersten Spieltag des FIFA World Cups. Die Neuseeländerinnen gegen die Norwegerinnen. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten, müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. Neuseeland hat sich für diese Aufstellung entschieden. Taktisch heute eher konventionell, 4-4-2. Und das heißt für uns als Zuschauer natürlich, wir dürfen uns auf viele Angriffe, viele offensive Situationen freuen. Hier die Aufstellung der Norwegerinnen. Kurze Einschätzung zu ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Damit kann es nun also losgehen. Anstoß zum ersten Spielabschnitt hier in diesem Gruppenspiel beim FIFA World Cup. Das könnte die Gelegenheit geben. Harter Schuss aus kurzer Distanz, aber kein Tor. Ah, aus der Entfernung, Wolf. Ja, den muss sie reinmachen. Percival. Satchel. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Gut geklärt, aber Einwurf. Einwurf Norwegen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Sie geht vorbei. Norwegen mit dem Freistoß.
war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Das gibt Freistoß. Catherine Bott. Sie geht dazwischen. Das war zu hart, gibt Freistoß. Sie holen sich den Ball. Rebecca Stott. Super dazwischen gegangen. Satchel. Catherine Bott. Rebecca Stott. Sie hat immer noch den Ball. Hereingabe jetzt. Sie kann klären. Frieda Manu. Hegerberg. Sie passt gut auf und hat den Ball. Was kommt jetzt für eine Entscheidung von ihr? Ein Pass mit viel Auge. Sie können es machen. Drin. Sie macht das Tor. Das ist die frühe Führung in dieser Partie. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tores. Da ist die Flanke. Und dann wunderbar eingeköpft. Muss eigentlich nur noch den Kopf hinhalten. Aus dem Stand. Sieht lässig aus. Technisch gut. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Katie Bowen. Rebecca Stott. Sie holen sich den Ballbesitz. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Sie kann dieses Duell gewinnen. Da kommt der Schuss. Richtig gut gelöst. Den Ball hat sie sicher. Hannah Wilkinson. Katie Bowen. Ellie Riley. Katie Bowen. Rebecca Stott.
Der Ball läuft richtig gut. Da ist sie da, Balleroberung. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Da können Sie den Ball erstmal rausbringen. Sie verhindert hier die Chance. Klasse aufgepasst. Frieda Manum. Reiten jetzt am Ball. Guter Vorstoß da jetzt. Die Chance. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Catherine Bott. Rebecca Stott. Hannah Wilkinson. Der Angriff, der Ball läuft gut. Durchaus eine Szene, die für Gefahr sorgen könnte. Norwegen mit dem Freistoß. Guro Reiten. Guro Reiten mit dem Ball. Ja, wird hier gut unterstützt. Hegerberg, gute Abwehr. Es gibt Elfmeter für Norwegen. Chance auf den Ausgleich. Da ist er drin, der Elfer. Schöner Elfmeter und ins Eck ganz präzise. Da gibt es nichts zu halten. Der war zu gut. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Percival. Katie Bowen. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Manum. Engen. Langsam wird es gefährlich, schönes Dribbling. Klasse, das könnte die Führung geben. Zu und platziert, genau auf die Torhüterin. Riley. Jetzt kann sie an den Ball kommen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sie haben den Ball. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Ada Hegerberg.
Da wollte sie weiterlaufen lassen, entscheidet jetzt aber auf Freistoß. Da geht sie gut dazwischen, kann den Pass abfangen. So, und jetzt bin ich gespannt. Was macht die Schiedsrichterin? Ich glaube, da muss die Schiedsrichterin gelb geben. Sehe ich auch so die richtige Entscheidung in dieser Szene. Sie ist dazwischen und sie haben den Ball. Sie gehen dazwischen. Viel Platz jetzt auf außen. Jetzt die Flanke. Jetzt können Sie den Ball klären. Es gibt Elfmeter. Sofort die Entscheidung der Schiedsrichterin. Aus meiner Sicht absolut vertretbar. Die Chance jetzt zur erneuten Führung. Elfmeter und Tor. Da haben wir noch mal die Wiederholung. Ja, ganz sicher gemacht. Der Ball geht unten ins Eck und ist nicht zu halten. Hier ist noch alles drin. Jetzt der Ball bei der Torhüterin. Sie gibt den Ball ab. Gurenreiten. Hegerberg. Ballverlust. Nicht ungefährlich. Steilpass. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Da können Sie erstmal klären. Percival. Schuss kommt nicht durch. Sie hält diesen Ball. Manum. Oh, jetzt will sie es wissen. Sie zieht den Sprint an. Engen. Ada Hegerberg. Ja, natürlich eine gute Parade. Ja, das sieht der Trainer gar nicht gerne. So eine Chance müssen sie nutzen. Ja, aus der Distanz vor allem, Wolf, da müssen sie das Tor schon machen. Hegerberg. Ball wird abgeschirmt.
Sie bieten sich an. Sie wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Ja, den muss sie natürlich auch haben. Kommt genau in ihre Arme. Da verlieren sie den Ball. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Den Pass holt sie sich. Rebecca ist dort. Catherine Bott. Pass wird abgefangen. Tuva Hansen. Ada Hegerberg ist das. Gut verteidigt. Norwegen mit dem Freistoß. Sie holen sich den Ballbesitz. Ingrid Engel. Jetzt hätte sie auch Anspielstationen. Engel. Guru Reiten. Ingrid Engel. Sie lassen den Ball. Gut Lauf. Schiedsrichterin pfeift das Foul. Hartes Einsteigen. Warten wir mal ab, ob es dafür jetzt auch noch eine Karte gibt. Alles richtig gemacht von der Schiedsrichterin hier. Gelbe muss es geben. Auf jeden Fall, war gelbwürdig. Hat sie gut gesehen. Kein guter Freistoß. Ja, das können Sie viel, viel besser. Und hier nochmal für uns alle die Wiederholung dieses Fouls von eben, Buschi. Ja, Wolf, und da sieht man es ja ganz deutlich. Auf jeden Fall eine gelbe Karte. Der Ballverlust. Guru Reiten. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Der Schuss war nicht besonders. Er geht weit vorbei. Marel Mjelde. Einwurf, der Ball war draußen. Hansen. Gut dazwischen gegangen. Hannah Wilkinson. Hannah Wilkinson. Rebecca Stott. Catherine Bott.
Tuva Hansen. Sie verliert den Ball. Vorteil wird nun doch abgepfiffen. Schiedsrichterin gibt diesen Freistoß. Rebecca Stott. Chance über außen. Guru Reiten. Da bieten sich Mitspielerinnen an. Caroline Graham Hansen. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Ganz stark abgewehrt. Die Chancen sind da, aber das ist das einzig Positive. Sie liegen hinten und einer der Hauptgründe dafür ist eben die eigene Chancenverwertung, die Unkonzentriertheit vor dem gegnerischen Tor. Hegerberg. Da ist sie durch. Sehr gut gemacht. Die Gefahr ist vorbei. Und es gibt noch eine Zugabe. 4 Minuten Nachspielzeit. Guru Reiten. Ada Hegerberg. Das macht sie ganz eiskalt. Hält diesen Ball. Wichtig wäre der Doppelpack gewesen. Aber die Chance hier kann sie entschärfen. Jetzt kommt die Ecke. Wichtiges Tackling hier. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Die Schiedsrichterin pfeift unnötig diese Aktion. Sah fast schon gelbwürdig aus. Und hierfür gibt die Unparteiische gelb. Ja, und ich denke, das kann man vertreten. Jetzt kommt die Flanke. Der Angriff damit beendet. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Sie ist nicht vom Ball zu trennen. Schade, der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen sie weitermachen. Sie verteidigen erstmal den Ballbesitz. Wie bewertet die Schiedsrichterin jetzt dieses Foul? Steilpass jetzt. Da hören wir den Pausenpfiff. Der erste Durchgang ist vorbei.
Damit kann es nun also losgehen. Anstoß zum ersten Spielabschnitt hier in diesem Gruppenspiel beim FIFA World Cup. Harter Schuss aus kurzer Distanz, aber kein Tor. Ah, aus der Entfernung, Wolf. Ja, den muss sie reinmachen. Ein Pass mit viel Auge. Sie können es machen. Drin, sie macht das Tor. Das ist die frühe Führung in dieser Partie. Chance auf den Ausgleich. Da ist er drin, der Elfer. Ich glaube, da muss die Schiedsrichterin gelb geben. Sehe ich auch so. Die Elfmeter und Tor. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Der Schuss war nicht besonders, er geht weit vorbei. Das macht sie ganz eiskalt, hält diesen Ball. Wichtig wäre der Doppelpack gewesen, aber die Chance hier. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Sie ist nicht vom Ball zu trennen.